damit willkommen zurück. Ja. Wir stehen in unserem Loch mal wieder. Wir sind irgendwie so die Maulwürfe und graben die ganze Zeit. Allerdings wurden wir auch schwer attackiert in der letzten Episode. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Quest for Gold quasi. Ja. Und auch vor allen Dingen für einen Raum, der groß genug ist, damit wir da unten eine Baumfarm quasi anfangen können. Dann lass mal losgehen. Wohin denn? In die Richtung nicht, wo ich stehe, weil da ist Lava bei uns. Geh du mal wieder zurück. Hier, dann gehen wir unseren Gang wieder runter, den ich hier spontan wiedergefunden habe. Ja. Ach, guck mal an. Doch, Leo ist mit 2 wieder unter uns, okay. Ja. Spice ist auf 7. War der vorhin nicht auf 6,5? Ja. Okay. Der muss irgendwie geregent haben. Wir können uns Regen Potions machen, oder nicht? Können wir? Wir haben keine Blaze Rods, schade. Blaze Rods, ja. Ja, weil wir haben Nether Wards ohne Ende, aber anscheinend keine Blaze Rods. Oh Gott, ich höre schon wieder da irgendwelche Zombies, ey. Ja, wir sollten versuchen, vielleicht in diese Höhle reinzukommen. Ja. Denn wir müssen ja irgendwann mal hier raus aus diesem scheiß Gang. Ja, wenn du nichts dagegen hast, ich halte mich jetzt so ein bisschen hinter dir. Aber mach das. Ich persönlich würde jetzt nicht nach Gold suchen, denn ich glaube, ich bin noch relativ gut im Rennen mit dabei. Im Mittelfeld. Aber ja, klar. Unser guter Hose ist schon auf 3 runter und wir brauchen definitiv Gold, obwohl wir keinen Apfel haben. Ja, nee, ja, weiß ich nicht. Jetzt auf der Oberfläche. Zombies irgendwo? Ja. Die sind links neben uns, ja. Da, wo du dich hingräbst quasi. Hier ist Eisen, magst du das mal rausholen? Dann suche ich weiter. Ja, warte. Ich mach mal hier ein bisschen größer. Kleine Fackel. Alter, die sind so nah. Die sind wahrscheinlich unter uns jetzt oder so. Unter oder über uns wahrscheinlich. Irgendwie sowas muss es sein. Ich höre Slimes. Sind hier. Warte. Yeah, dann machen wir erstmal eine Contraption mit irgendwelchen Pissens, oder? Gucken, ob wir irgendwelche Entities feststellen können. Wenn du da jetzt reinguckst, siehst du eine ganze Menge Entities auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht kann ich es irgendwie bündeln, aber eher in der Richtung, da sind 8. Das könnte Cobblestone sein. Meinst du? Weil ich habe da was liegen lassen, ja. Okay. Aber ich kann mal kurz gucken, ob wenn man hier gerade runtergehen würde, ob man da was sieht. Nee, gar nichts. Die müssen über uns sein. Ich bin so schlecht im Suchen von sowas. Das ist echt übel. Es wird wieder leiser. Also hier ist nichts. Nee, es muss irgendwo hier in der Mitte sein, in diesem Quadrat. Aber entweder oben drüber oder unten drunter halt. Mal gucken, ob es hier runter geht. Pass auf, die Flecken auf dem Boden mit Cobblestone, da ist ein Loch drunter. Sollten wir nicht da reingehen vielleicht? Nein, ich meine ein Loch, was ich gemacht habe, weil da nichts war, nur dass du nicht runterfällst wegen Fallschaden. Mhm. Ich bin leicht verzweifelt, weil wir nichts finden. Ja, ist echt irgendwie dezent frustrierend. Aber ich bin echt schlecht mit irgendwie Geräuscheorten in Minecraft. Herr Dito. Ich gehe jetzt einfach mal hier in unseren Gang rein und suche. Ja. Also wir versuchen ja wirklich kein Branch Mining oder sowas zu machen, sondern wir versuchen diese blöde Höhle zu finden. Ja. Ich denke, das wird auch jeder verstehen, also. Ja, auf der Höhe hier, glaube ich, gibt's sowieso keine Dias, oder? Ich habe einen Screenshot gemacht. Oh, verdammt, wir sind relativ tief. Ja. 28 schon. Ja, da könnten wir auf jeden Fall Gold finden, also. Na dann. Scheiße, wo sind denn die blöden? Ich höre überall Zombies, aber ich finde die nicht. Das ist ja echt mies. Okay, ich grab jetzt hier unten weiter einfach. Ja, ich grab mich jetzt mal hier in die Richtung vor irgendwo, weil irgendwo müssen die sein. Das kann nicht sein, dass die hier nirgendwo sind. Irgendwo im Nirgendwo. Nee, es wird auch wieder leiser. Weißt du, du gräbst dich 2 Meter in irgendeine Richtung, wird wieder leiser. Es kann auch sein, dass die über uns sind. Wenn unter, also hier ist ja wirklich auch kein Zweig oder so von irgendeiner Höhle, weißt du? Ja, das stimmt. Normalerweise verzweigen die sich ja auch ganz gerne mal. Ich befürchte, die könnten tatsächlich über uns sein, ja. Ja, wir müssen jetzt mal anfangen, da rumzusuchen, ich meine. Ja. Oh. Was? Meine Pickaxe ist kaputt gegangen. Oh, willst du noch eine Eisen haben? Ich hab keine Sorge. Okay. Aber die nehme ich trotzdem gerne, brauche ich nicht mit Steinen. Bitteschön, weil ich habe ja noch die Dia. Ja, deswegen. Unbreaking. Ach, der Typ. Das war ich mit Unbreaking. Die ich habe, ist von ihm, ist Efficiency. Hast du Fackeln? Ja, warte, ich werf dir eine zu. Ja, oder platziere einfach mal eine. Ich kann nämlich nichts mehr aufnehmen. Oh. Wo müssen die hin? Da unten? Ich versuche jetzt oben irgendwie reinzukommen und da ist gerade so ein kleiner Hohlraum im Gravel. Okay, warte mal, dann mache ich noch ein paar Fackeln. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich will nicht in der Höhle hier rumhocken, ich will aber auch nicht ohne Gold hier rausgehen. Kannst du Fackeln aufnehmen oder werfe ich hier welche zu? Ja, ich kann aufnehmen. Okay, warte. So.
Ich habe nämlich ein paar gemacht einfach mal. Ja, irgendwie ist frustrierend gerade, ne, wenn ja, man hier nichts findet, weil normalerweise hast du in Minecraft so viele Höhlen. Und ich kann ja jetzt, ich bin auch nicht mehr wirklich von Hilfe gerade, weil oh, das Lisa ist auch wieder hoch. Na, wenn wir jemanden treffen, dann kriegen wir sowieso aus Maul. Höchstwahrscheinlich, aber dann wenigstens ein Untergang mit Stil, so wie es das für Team Swarmy gehört. Ja, wir, also ich finde ja gerade die ganze Zeit noch Eisen, vielleicht kriegen wir ja doch noch einen Amboss hin. Einen Amboss hin, obwohl ich die ganze Zeit, ich fange jetzt an zu laggen so ein bisschen. Ja, weiß ich auch nicht, warum. Wie viel Eisen hast denn du? Was noch aufgekocht werden muss. Ich habe 24 Barren und 9 Erz, die ja, ich da gerade verspottet habe. Hau mal das Erz damit rein, ja. 24? Und Kohle habe ich auch nachgelegt, ja. Plus also 17. Da sind wir auf jeden Fall beim Amboss mit dabei. Dann machen wir mal einen. Und dann geht's ab hier. Ja, hast du einen Bogen, weil dann können wir nämlich Infinity draufhauen. Den hätte ich auch mal verzaubern können, oder? Ist ja egal, wenn er schon verzaubert ist und du willst dann Infinity mit einem Buch drauf machen, dann kostet es aber mehr. Ach so. Also XP-technisch. Technisch. Ja, du weißt schon, was ich meine. Technisch. Technisch, perfekt. Ja, ich bin muss ja die Ausländer-Tante dir auch noch Deutsch beibringen, die selbst nicht sprechen kann. Traumhaft. Ich als alter Hesse, ey. Hesse. Das kannst du nicht machen. So, warte mal, ich buddel mich mal hier ganz kurz nach unten, einfach nur, um zu gucken, ob wir nicht doch irgendwo eine Höhle finden. Ich will weil so gerne eine Höhle jetzt haben, damit wir auch hier wieder rauskommen. Also. Ja, also gerade, ich bin eigentlich nicht so, ich fühle mich zwar im Untergrund relativ wohl, aber so der Maulwurf bin ich jetzt eigentlich nicht. Also, naja, mal abwarten. Sagt man nicht Maulwurf, wenn man so ein Spitzel ist oder sowas? Ja, kennst du, es gab früher so ein Brettspiel, das hieß der Maulwurf. Es gab auch mal eine Fernsehsendung, wenn ich mich nicht täusche. Gab's oh ja, auf jeden das Fall war, glaube ich, sogar basierend auf dem Brettspiel. So ach, theoretisch. Du Schande, ne? Siehst du mal. Ich kenne mich aus, total. Ich habe noch mehr Eisen gefunden. Ich finde hier gar nichts. Ich gehe total random in irgendwelche Richtungen, aber hier ist gar nichts. Kein Gold, gar nichts. Was sollen wir weiter da noch suchen, Hose, oder sollen wir drauf pfeifen? Ich weiß es nicht ja, so genau. Ja, ich würde sagen, wir pfeifen drauf und wenn ich dann halt rausfliege, fliege ich halt raus. Was soll's, ja. Ich sehe das jetzt schon kommen, dass ich sowieso eher rausfliege. Hallo, wir sind Team Swarmany, ja? Yeah, no man. Risk, no fun. So einfach ist das. Und wenn wir halt verlieren, dann verlieren wir einfach nur, weil wir das nächste Mal noch triumphaler gewinnen wollen. Ich meine, wir können ja auch nicht immer gewinnen, die anderen müssen ja auch mal dran sein. Ja, sonst macht's keinen Spaß, sonst finden wir fürs nächste Mal halt einfach keine Leute mehr, weißt du? Stimmt. Dann immer sagen, ach ja, Team Swarmany gewinnt doch sowieso wieder. Ja, Mann. Ja, sollen wir dann rausgehen und wenn ja, an derselben Stelle, wie wo wir eben waren, oder sollen wir uns neu nach oben buddeln? Neu nach oben buddeln. In der Hoffnung, okay, dass wir eine Höhle finden. Okay, kannst du das Eisen aufnehmen, weil du hast das alles? Ja, kann ich. Ich habe halt relatives Problem mit 37. Soll ich da draus schon mal, wenn du eine Crafting, ich habe die ganzen vier Crafting Benches. Oh, Elflock und Awesome Dude, okay. Elflock? Das ist Leo. Ja, ich weiß, aber manchmal lese ich den Namen, wenn ich panisch bin, so wie gerade. Liest du den dann auch falsch? Ja. Ich hätte beinahe 3 Eisentüren gemacht. Ey, dann wäre ich ausgerastet. Ja. Und Anvil. Wow, Dude. Soll ich ihn gleich platzieren? Ja, mach mal. Das ist natürlich scheiße jetzt. Wäre natürlich auch geil, einfach einen mit einem, warte mal, hast du noch Erfahrung? Ich habe nämlich noch ein Level. Ich habe 3. Ja, dann hier bitteschön, nimm mal das Buch. Ich glaube, das wäre am nützlichsten fast, oder? Auf dem Bogen? Ja, ich glaube schon. Sehr gute Idee. Weil wenn 6 du den Level. Brauch hast, dann. Ich kann keine Goldäpfel craften. 6 Level. 6 Level? Och. Ja, dann nehmen wir den Emerald wieder mit. Die erscheinen kurz und sind dann weg. Was? Nein, das sollte eigentlich schon funktionieren. Haben die anderen ja auch gemacht. Können wir irgendwann noch Kohle finden und Level? Bestimmt, ja. Aber dann würde ich sagen, machst du das, weil du bist für dich ist weniger. Dann fange ich an, eine Treppe nach oben zu bauen, ja. Ja, mach das. Oh Gott, die Zombies. Direkt gegenüber hier einfach, weil warum nicht? Ach, Leute. Hier ist noch Eisen. Ich lasse das Eisen dann auch für dich in der Furnace. Dann kannst du nämlich das Eisen rausholen und kriegst dadurch auch nochmal XP. Ich finde irgendwie keine Kohle. Ich bin mir sicher, dass ich... What? Was? David ist verbrannt. What? Hat er nicht gerade noch was geschrieben? Nee. OMG. Missclick. Ah, der hat bestimmt einen Eimer. Oh, ernsthaft? Das ist ja mies. Das ist ja richtig mies.
Da ist der nächste raus, also wir schlagen uns ganz gut, dadurch, dass wir wieder unter der Erde sind. Ja, ne? Hat was. Aber wir machen Also ihr. uns ganz schnell wieder hoch, wenn wir hier ein bisschen ausgerüstet sind. Mein Gott, dann fliegen wir halt raus. Hauptsache Spaß Ja, gehabt. richtig, so muss das sein. Ein Level fehlt noch. Ein Level noch. Okay. Du kannst das Eisen aus der Furnace rausnehmen. Ich Das bin könnte ganz es weit erreichen. weg. Ah, okay. Ach so. Ja, aber ich brauche komplettes Level. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel es gibt, deswegen keine Ahnung. Ach, David, der macht Sachen. Ja, echt mal. What? 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 Tschüss! Grenz ist raus auf 1 auch. What? Ich finde den Weg nicht zu dir zurück. What? Okay, warte, ich komme dich holen. Das gibt's ja nicht. Die liebe Tüxa möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ja, Ganz schön. bitte. Ich bin ganz Ich kann den Namen sehen, also von verzweifelt. daher. Hier, halt, zurück. Weiter, stopp. Ach, da ist ein Block davor. Wie kommst du da? Ah, hier unten Wir sind haben noch so ein wir. kleines Paradies, wollte ich gerade sagen. So ein kleines. Oh mein Es Gott, reicht nicht. Alter. Es reicht nicht. Echt nicht? Kacke. Nee. Und es ist auch nur der scheiß Bogen, ne? Ich habe ja Ja, immer. eben. Nee, aber das ist echt teuer mit Büchern, also von daher, vielleicht Okay. finden wir noch was. Ich buddel mich mal hoch, weil wir sind dann früher oder später nämlich wieder auf dem Level, wo Kohle auch wirklich wieder ist. Ja, okay. Und sobald ich Kohle finde, sage ich dir dann Bescheid, dann kannst du quasi übernehmen oder so. Ich grab einfach mal mit. Ich meine, wir müssen jetzt versuchen, ein Ja. bisschen hochzukommen. Ich meine, die kämpfen alle schon. Ja, eben. Wir hocken wieder hier unten rum. Dann heißt es Hallo, nachher wieder Team Spermini versteckt sich nur unter der Erde. das ist eine bewährte Taktik. Oh, das wäre knapp. Das ist eine bewährte Taktik und unter der Erde haben wir ja immerhin die anderen auch umgebracht. Also zumindest Minecraft-Expert hier. Ja, wir hatten uns ja vorher vorgenommen, dass wir versuchen, ein bisschen mehr oben rumzulaufen. Allerdings haben wir nicht damit Ja. gerechnet, dass wir so früh attackiert werden. Richtig. Das war echt ein bisschen, ich will nicht sagen übel, aber es war auf jeden Fall nicht lustig. Hier ist überall Gravel. Ich hasse Gravel. Ja, die Ich so. bieg mal ab hier, ey. Gib mir auf die Nüsse. Blöder Gravel. Arschgravel. Gravel. Ja, echt mal, Gravel. Kannst du Scheiß machen Gravel hier. in Bäh. Minecraft. Genau, in Minecraft vor Fehlt allen eigentlich Dingen. nur noch ein Creeper. Ein Creeper, oh, ein Creeper wäre jetzt echt böse. Ein Creeper im Nether. Du meinst im Nether. Ich habe mehr Eisen gefunden. Soll ich das noch nehmen oder drauf scheißen? Ich würde jetzt langsam drauf scheißen. Ich habe noch 13 Barren. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Wir haben Zur jeder noch eine Not könnten komplette wir das Ersatzrüstung. nehmen und neue Rüstungen versuchen zu verzaubern. Keine Ahnung. Ich habe noch eine komplette Ersatzrüstung. Ja, aber wir haben Zumindest Chestplate. scheiß Enchantments drauf. Ich höre jemanden abbauen. Bist du das? Ich habe aufgehört. Oh ja, du bist direkt unter mir quasi. Oh Gott. Schock. Nee, hier unten findet uns keiner. Das ist ja das Problem. Ja. Was heißt Problem, ja? Ich mit meinen drei Herzen. Ja. Ey, sobald mich einer anguckt, bin ich ja schon tot. Leo ist hoch. Der hat sich also tatsächlich einen goldenen Apfel gemacht. Ja. Krass. Die Hälfte ist raus, Alter. Wie Das viele ist echt Episoden? übel. Drei? Mit wem ist denn Lisa im Team? Leute, mit PC. Also Lore. Ja. Ich habe Kohle gefunden, Hose. Sehr schön. Hast du Ich, gerade Dreck abgebaut? ja. Okay, dann bist du das. So, dann gehe ich mal den Weg wieder zurück runter. Nee, warte mal, mein Weg ist höher als deiner. Ich glaube, wir sollten den hier weiter hochgehen. Okay, ich muss sowieso runter. Dann bringe ich die ganzen Gut. Sachen einfach wieder Genau, genau, mit genau. Dann und bringen wir die dann. ganzen Sachen mit und ich mache hier den Weg zu Ende. Okay. Ich baue weiter Dreck ab. Oh, wir sind an der Oberfläche. Sind wir so hoch schon, ja? Ja, wo ist mein Dreck? Ich habe das Eisen nicht mitgenommen. Das ist natürlich unpraktisch. Ich halte hier mal die Stellung, falls hier einer reinkommt oder so. Ja, oh Gott, ich kotze gleich. Mir ist so schlecht. Es ist echt übel. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es sieht momentan für Petey und Lisa gar nicht so schlecht aus, ne? Das stimmt ja. Wäre mal interessant. Ja. Ich könnte, glaube ich, damit leben, wenn ich den Titel an die zweite Dame abgebe. Das, glaube ich, wäre für mich kein Problem. Ja, und Petey ist Jesus, damit habe ich als Gott natürlich auch kein Problem. Hose, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich zurückkomme. Okay, warte. Obwohl ich Das gerade ist Zombies echt gehört habe. ungewöhnlich, dass ich mal den Weg kenne. Ah, ich habe es gefunden. Okay, ja, du musst hier hoch und dann. Ich habe jetzt auch noch ein Okay, zweites okay. Level dazu gekriegt, also Sehr schön. Infinity-Bogen. Warte mal, dann lass mich. Steht der Enchantment-Tisch noch? Nee, ne? Ja, ist mitgenommen. Den habe ich ja. Magst du den kurz mal platzieren? Ich habe jetzt aber den Bogen gemacht. Ja, klar. Nein, ich brauche nur den. Ich habe nur ein Level. Deswegen, ich will das Ich habe nur auch noch kurz eins. die Chestplate. Du hast was hast du auf der Chestplate?
Blast Protection. Möchtest du eine mit Protection 1? Ja. Also wir können komplett neue Dings machen. Ja, ich habe nur ein Level gehabt, deswegen. Ich wollte nur meine. Ich habe nämlich hier eine Spare gehabt und die wollte ich dir dann verzaubern quasi. Okay, dann würde ich aber jetzt vorstellen, dafür anfangen, Sachen wegzuschmeißen. Ja, warte, ich mache hier hinten ein Lavaloch. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt die Suche nach dem Gold, canceln, weil wir haben auch nicht mal Apfel. Ja, scheiß auf Gold, ist es in Ordnung. Macht nichts. Was willst du denn wegschmeißen? Die alte Chestplate. Blast Protection. Okay, ja. Ich würde auch vorstellen, dass wir die anderen Bücher wegschmeißen, weil ich glaube nicht, dass wir die Level nochmal kriegen. Ja, ja. Ich habe auch keine Bücher mehr. Deswegen, dann Anvil auch wegschmeißen oder sollen wir probieren, damit einen umzulegen? Jetzt so ein Anvil-Kill wäre schon lustig. Nee, den machen wir dann weg, weil wenn den jemand anderes kriegt, ist blöd. Ja. Was hast du auf deiner Chest? Ich habe Protection 1 drauf. 3 Level Hose und was? Wir können eine Protection 2 Chestplate machen. Okay, dann lass Kohle suchen gehen. Scheiße! Ah, wir gehen gleich hoch, wir versprechen's. Wir sind gleich an der Oberfläche und hauen die alle weg. 2 Episoden später. Oh nee, sag sowas nicht. Ja, ist halt echt mies auch mit der Kohle hier suchen, ne? Das ist irgendwie. Meine Hacke ist gleich weg. Hier ist Kohle. Wow! Ich habe nämlich vorhin noch extra eins gemacht. Hier drin. Noch eins mir zusammengesammelt. So, es fehlt nur noch 2. 2 Level. Ja. Wir sagen, bring mich um, dann kannst du meine. Aber das wäre eher unlustig. Verdammt, Mann. Ich glaube, das reicht nicht. Such mal weiter. Es tut mir leid. Ja, ist ja aber gut. Die brauchen wir. Die kriegst du dann nämlich und dann bist du eh unschlagbar. Echt? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, mal schauen, ne? Dann platziere ich bestimmt Lava einmal oder so und sterb daran. Ah, scheiße, es fehlt ein halbes Level. Das ist echt mies. Richtig, richtig mies. Wir müssen doch irgendwo hier muss doch irgendwo Kohle sein. Kohle, komm, Kohle. Im Ofen, ach nee, im Ofen ist doch Kohle. Oh Gott, ach, warte mal, wir können es provozieren, indem wir einfach Cobblestone zu Smoothstone machen. Okay. Nee, warte, wir machen Eisen. Ja, wenn du noch Eisen hast, das bringt natürlich mehr. Habe ich, ja. Gut. Hast du den Lava einmal noch hier? Ja, ich habe das mal wieder eingesammelt, damit keiner aus Versehen reinfällt. Okay, dann mache ich nämlich den Projectile Protection Hose weg. Ja. Und Blast Protection Schuhe weg. Ja. Okay. Kann ich wieder mitnehmen? Soll ich das Gold wegmachen, die 3 Ingots? Ja. Okay. Keine Chance, dass wir noch an Gold kommen oder sonst was. Kann ich wieder aufnehmen? Nee, warte mal, ich schmeiß gerade ein paar Sachen weg. Okay. Die Feather Falling mache ich auch mal weg. Den Redstone weg. Kohle brauchen wir nicht. Okay, die habe ich wieder eingesammelt. Soll ich wieder hinmachen? Oh mein Gott. Alter Falter, ey. Echt, Mann. Wer ist noch alles dabei? Die Düse. Das Lisal hat einen halben Schaden. Die hat einen halben Schaden, ja. Nee, die war aber auch schon runter auf 7, glaube ich. Ehrlich? Nee, ich glaube nicht. Ich meine schon, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht verwechsel ich es auch einfach, weil mir tierisch die Düse da geht. Im Übrigen hat das Eisen nicht gereicht, dass wir die Level kriegen. Kann das sein, dass du da was rausgenommen hast? Nein, gar nichts. Sollen wir da noch ein bisschen Smoothstone machen? Mach ich gerade. Ich kriege doch die Krise. Ja, warte, dann lass ein bisschen Trash-Talken, oder? Ja, mach mal. Und ich suche... Alter, Awesome Dude ist schon wieder so drauf. Ja. Sollen wir den suchen und den Platten machen? Kill gewesen sein. Ich habe Kohle gefunden. Oh, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode, oder? Ja, aber und dann machen wir Awesome Dude platt. So sieht's aus. Also bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.